Hey. Na? Ja, hier bin ich. Na, mal wieder Pizza bestellen? Nicht eingekauft und jetzt andere durch den Regen fahren lassen? Weißt du, was das für Arbeitsbedingungen sind? Ja, dachte ich's mir. Bleib mal dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer digitalen Reihe. Heute geht es um unsichtbare Arbeit, Menschen in orangefarbenen Jacken und die Frage, was das alles mit unserem Nutzerinnenverhalten auf Amazon, Insta und Lieferando zu tun hat. Ich begrüße heute ganz herzlich bei uns im virtuellen Studio Magdalena Taube. Magdalena, was bedeutet Hidden Labor und wieso gibt es diese Form der Beschäftigung überhaupt? Ja, vielen Dank für die Einladung. Hidden Labor, das ist ein Begriff, den wir bei der Berliner Gazette, das ist eine kleine Organisation hier in Berlin, die sich so mit verschiedenen Fragestellungen rund um das digitale Leben und Kultur und das Internet beschäftigt. Und wir haben uns im letzten Jahr intensiv damit auseinandergesetzt, was eigentlich passiert, wenn Algorithmen und künstliche Intelligenz immer mehr bestimmen, wie Menschen arbeiten. Und da war eigentlich der interessante Aspekt zu schauen, dass es so einen Trend gibt, dass uns allen, vor allen Dingen uns als Konsumentinnen, aber uns auch als Arbeiterinnen suggeriert wird, dass ja jene Arbeit, die so von Robotern erledigt werden sollte, ne, Arbeit, die irgendwie gefährlich ist oder irgendwie unliebsam, dass die jetzt so nach und nach von den Maschinen der künstlichen Intelligenz erledigt werden wird. Und unsere Beobachtung war eigentlich, dass das nicht der Fall ist und dass es ganz viel Arbeit im Verborgenen gibt, und zwar echte menschliche Arbeit und auch teilweise Arbeit unter sehr prekären Bedingungen. Ein Beispiel vielleicht ist die Arbeit von Leuten, die Essen ausfahren, also Lieferando oder auch jetzt hier bei uns in Berlin zum Beispiel Volt. Die sind auf der einen Seite sehr, sehr sichtbar, weil sie im Stadtbild natürlich mit den orangefarbenen Jacken und so weiter ne, irgendwie auffallen. Aber auf der anderen Seite für die Leute, die diese Dienste in Anspruch nehmen, soll eigentlich das Gefühl entstehen, und durch die Corona-Pandemie ist es noch stärker geworden, dass es einfach eine App ist, die dir das Essen bringt. Ne, jetzt soll es noch mehr dahin gehen, dass dies möglichst kontaktlos erfolgt. Das Essen wird irgendwie vor die Tür gestellt, Trinkgeld gibt es dann sowieso nicht mehr. Und dass solche Menschen in sehr prekären Verhältnissen arbeiten, dass sie in dem Sinne auch ja gar keinen Boss mehr haben, gegen den sie sozusagen aufbegehren können, weil ihr Arbeitsalltag von einem Algorithmus bestimmt wird. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, und es ist ein Bereich von Arbeit, den wir so als Hidden Labor oder auch als unsichtbar gemachte Arbeit bezeichnen. Und ganz konkret, welche Formen von Arbeit fallen alle unter diesen Begriff Hidden Labor? Ja, also es ist so, dass wir da keine, das ist keine wissenschaftliche Arbeit, die wir vorgenommen haben, sondern wir haben ja eine Ausstellung gemacht und haben dann wirklich versucht, verschiedene Formen zusammenzudenken. Und das war spannend zu sehen, dass da echt ganz unterschiedliche Formen runterfallen. Also das eine, was wir genannt haben, ist, dass Leute, die das Essen ausliefern, für uns mehr oder weniger unsichtbar gemacht werden, dass Leute, die bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und sonst wo Inhalte rausfiltern für uns, dass wir selber aber auch diese Art von Hidden Labor machen, wenn wir Capture-Aufgaben lösen oder auch wenn wir überhaupt Social Media mit Inhalten füllen und dafür nicht bezahlt werden, viele Stunden damit zubringen, dass Social Media, ja, dass der Traffic dort erhöht wird. Und denken, wir haben eigentlich selber einen Benefit davon, aber im Grunde arbeiten wir, ne, sozusagen als Klickarbeiterinnen und Klickarbeiter. Um auch nochmal auf so einen anderen Aspekt von der verborgenen Arbeit und Hidden Labor zu sprechen zu kommen, etwas, was ich wirklich in meinem Alltag täglich sehe, sind ja diese Leute, die durch die Stadt radeln, auch bei Schneeregen, für sehr wenig Geld, Lieferando bezahlt, ja, auslieferungsbasiert, also man kriegt nur für die Lieferung sein Gehalt sozusagen. Man ist bei Lieferando nicht fest angestellt, sondern sozusagen als Freelancer tätig. Es gibt keinerlei Absicherung, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Krankentage.
alles nicht möglich. Ich finde die Dienstleistung an sich und den Service an sich gar nicht so schlimm. Ich finde, es ist eine gute Idee, ne? So wie Taxis irgendwie eine gute Idee sind, aber die Form der Umsetzung, dass sozusagen jede Lücke, die ich irgendwie effizienter gestalten kann, wo ich irgendwie die Menschen noch besser ausbeuten kann, dass das im Grunde ausgenutzt wird und dass auch jede Form der Organisation tatsächlich verhindert wird. Also ich meine damit gewerkschaftliche Arbeit. Also ein konkretes Beispiel, das mir einfällt, ist die Arbeit von Content-Moderatorinnen. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dass Kommentare oder Inhalte bei Facebook, oder bei anderen Social Media, die geflaggt werden, die werden nicht von Maschinen bewertet, sondern von Menschen. Und das heißt, diese Menschen müssen in hoher Schlagzahl diese Inhalte bewerten. Das sind oftmals traumatisierende Inhalte, also Gewaltdarstellungen, Hate Speech natürlich und andere Sachen, die wir nicht zu sehen bekommen sollen. Also es ist so ein bisschen, wird auch so als die Müllhalde des Internets bezeichnet, und die Leute, die dort sauber machen, sitzen halt auch ganz oft in sogenannten Entwicklungsländern und Schwellenländern. Und das kann man sich als Arbeitsalltag tatsächlich so vorstellen, dass man im Sekundentakt wirklich diese Bewertungen treffen muss. Und da ist natürlich ein ganz großes Problem, dass es keinerlei von psychologischer Betreuung gibt für Leute, die sowas durchführen, für diese Content-Moderatorinnen. Und dass sie sozusagen da nach sehr kurzer Zeit wirklich komplett ausgebrannt sind, also psychologisch davon. Das heißt aber, was du kritisieren würdest, wäre vor allem die Organisation der Arbeit, oder würdest du auch die Arbeit an sich kritisieren, also die Form der Arbeit? Die Form der Arbeit zu kritisieren ist jetzt so ein bisschen schwierig. Also ich habe auch die Diskussion mit meiner Tochter zum Beispiel, will unbedingt total gerne mal so einen Lieferdienst benutzen, und sie meint dann, wenn wir das nicht machen, dann kriegen die Leute ja auch kein Geld und die sind darauf angewiesen. Und ich sage, ja, natürlich, auf der einen Seite stimmt es, aber auf der anderen Seite will ich natürlich gar nicht erst Teil von solcher Art von prekarisierter Arbeitsform sein. Und deswegen versuche ich zum Beispiel, solche Dienste nicht in Anspruch zu nehmen, Amazon nicht in Anspruch zu nehmen, um einfach mit meinem kleinen Teil, was ich jetzt so als Konsumentin leisten kann, daran nicht mitzuwirken. Also vielleicht auch, ne, um die Frage nach den Alternativen. Und ich kritisiere nicht die Not der Leute, nicht die Form der Arbeit, weil es ist ein Weg für Leute, flexibel Geld zu verdienen, gerade auch für Leute mit einem unsicheren Status, was Papiere und so weiter angeht. Ne? Also es ist die Realität. Aber auf der anderen Seite kritisiere ich, dass sowas entsteht und dass uns, die wir sozusagen auf der anderen Seite sind, suggeriert wird, dass das das schöne, saubere Internet ist, das auch noch irgendwie nachhaltig und ressourcenschonend funktioniert, dass das einfach nicht so ist. Ich finde, das ist ein Kritikpunkt, wo wir einfach auch einfach ein stärkeres Bewusstsein für haben müssen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Folge schaue, was würdest du mir für Ratschläge geben oder für Tipps geben? Wie kann ich mit diesem Problem umgehen? Ich würde halt schauen, wann im Alltag man diese Tools benutzt, die einem halt irgendwie das so verkaufen wollen, dass hier das alles smooth läuft und dass niemand leiden muss. Also zum Beispiel eine Amazon-Bestellung. Also können wir jetzt vielleicht nicht so in die Tiefe gehen, aber die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind wirklich, werden immer wieder kritisiert und auch zu Recht. Streiks und Gewerkschaftsbildungen werden konsequent unterdrückt. Und das heißt, was kann ich schon tun als Konsument? Ja, ich kann halt die nicht bequeme Variante, Alternative zu Amazon wählen. Da gibt es definitiv welche. Kann auch versuchen, irgendwie lokal die Geschäfte stärker zu unterstützen, und gerade in der Corona-Zeit wird einem so ein Logistikriese wie Amazon immer wieder verkauft als die tolle Alternative. Aber ich frage mich dann ganz ehrlich, wieso sind Leute, die da im Logistikzentrum arbeiten, eigentlich, wieso müssen die eigentlich noch arbeiten? Die sind ja auch nicht sicherer vor Infektionen dort. Und das heißt, ich muss irgendwie Wege finden, das nicht mit meinem Konsum zu unterstützen. So sehe ich das.
Pizza liefern lassen, bei Amazon bestellen oder durch Facebook scrollen. Magdalena Taube fordert mehr Awareness für Hidden Labor und solche Beschäftigungsformen durch unser Konsumverhalten nicht mehr zu unterstützen. Das hieße, kein Lieferando, kein Amazon und auch nicht mehr durch Facebook scrollen. Wie seht ihr das?